Herzlich willkommen. Als Koordinator der Sozialdemokraten im PANA-Untersuchungsausschuss habe ich EU-Kommissionspräsident Juncker heute drei Fragen gestellt. Zum einen, wie es aussieht mit einer wirklich guten Liste zu Geldwäscheparadiesen. Eine, die Überblick gibt und Sanktionen ermöglicht für Länder, die als Geldwäscheparadiese heute noch fungieren. Was die EU-Kommission hier vorgelegt hat, ist nicht nur enttäuschend. Es zeigt auch, dass kein richtiges politisches Engagement dahinter steckt. Nordkorea, Afghanistan, das sind Länder, die sich dort wiederfinden. Aber Panama taucht nicht auf. Wir Sozialdemokraten werden hier dranbleiben. Wir werden hier nicht locker bleiben im Kampf gegen Geldwäsche. Gleiches gilt für die Bekämpfung von staatlich organisierter Steuervermeidung. Hier ist eine Liste erforderlich, die auch das Fehlverhalten von EU-Mitgliedstaaten und deren überseeischer Gebiete aufzeigt. Und der dritte Punkt, den ich angesprochen habe und der wichtig ist: Die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge. Die EU-Mitgliedstaaten allerdings halten die EU-Kommission heute noch fern von allen Informationen zu Steuerregelungen mit multinationalen Konzernen. Wie soll die EU-Kommission denn ohne Kenntnis dieser Fakten wirksam staatlich organisiertes Steuerdumping bekämpfen? Das ist kaum möglich. Hier habe ich von der EU-Kommission Juncker eingefordert, dass die EU-Kommission hier nicht locker lässt und die Mitgliedstaaten letztlich dazu bringt, auch hier diese Informationen mit der EU-Kommission zu teilen.